Wir haben ein Level-Up und den werden wir auch sofort benutzen. Und zwar hätten wir gerne kleine Waffen, 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 kleine Waffen. So. Was ist mit Reden und Handeln? Das haben wir schon recht hoch. Ja, weiter alles auf kleine Waffen. Was noch ganz praktisch wäre, wäre bestimmt öffnen, damit wir Schlösser knacken können. Wissenschaft ist immer praktisch. Vielleicht ein Erste Hilfe und Arzt noch zum Versorgen. Aber ne, erstmal alles auf kleine Waffen, damit wir mindestens so gut treffen können wie ihn. Gut, okay. Das scheint die Höhle gewesen zu sein. Wenn wir unserem Pip-Boy vertrauen können. Noch irgendwo Munition? Und natürlich kann man dem Pip-Boy vertrauen, hm? Da sind noch ein paar Knochen, aber keine Überreste sonst. Ja, raus. Sehr schön. Mal gucken, was wir da Schönes für bekommen von dem berobten Anführer aus Shady Sands. Da lang. Ah, Ian hängt ein bisschen hinterher. Hat ihn vielleicht doch ein bisschen mehr mitgenommen, als wir dachten. Wie siehst du aus? Du? Er sieht unverletzt aus. Ah, er hat bestimmt auch seine Stimpacks schon benutzt. Na, okay. Raus. Wir würden gerne zum Eingang. Und prahlen gleich vor Seth, dass wir es geschafft haben. Wir alle hier danken dir, dass du die Red Scorpions vernichtet hast. Tausend Dank. Ich glaube, 1000 von den Deckeln wären mir lieber. Wie kann ich dir helfen? Ich hätte hier so... Nee, so viel Geld hast du nicht. Und die da sollten wir wahrscheinlich eher dem Doc geben. Ja, nee, nichts zum Handeln. Leider bisher. Das war's, danke. Das heißt, wir erstatten jetzt erstmal einen Bericht. Bei dem Anführer hier und dann geht's zum Doc, die Skorpionstacheln abgeben. Also entweder damit wir daraus Gegengift bekommen, wenn er das denn schon kann. Oder um sie dort teuer zu verkaufen, damit der Experiment an dem Gift machen kann. Die Lage ist nun viel besser. Raslo arbeitet an einem Mittel gegen das Gift der Rat Scorpions. Und damit sollten wir die übrigen bekämpfen können. Du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. Ich habe das Nest zerstört. Du bist ein echter Held. Das Volk von Shady Sands ist dir äußerst dankbar. Und? Nichts und, hä? Grrr. Danke und auf Wiedersehen. Leb wohl. Sehr, sehr unschön. Ich bin im Augenblick zu beschäftigt, um dich mit mir zu unterhalten. Ich muss das Essen fertig machen. Ha, es riecht wirklich gut. Ich wette, dass es einfach toll schmeckt. So was. Dankeschön. Ich bin sicher, dass es dir schmecken wird. Danke für das Kompliment. Ich werde allen meinen Freunden von dir erzählen. Das haben wir jetzt bekommen. Einen feuchten Händedruck von dem Anführer und Komplimente verteilen von, ja, ihr da. Hi, du siehst anders aus. Hi, ich hörte, es sei ein Reisender im Ort, aber war etwas skeptisch, bis ich dich sah. Ich bin Tandy und du? Ich heiße Albert. Ich bin auf der Suche nach einer Belohnung. Magst du unseren kleinen Ort? Gelangweilt? Und wie? Hier kann man nichts machen, außer den Brahma bei den Paarungen zuzusehen? Nein. Ist ganz in Ordnung. Kann ich dich etwas fragen? Ja, ich war noch nie woanders, weiß also nicht, wie ich helfen kann. Was brauchst du? Was gibt es hier noch so? Ich glaube, wir waren überall, was es hier gibt. Du bist irgendwie viel zu gut drauf. Okay. Hast du irgendwas aus dem Süden gehört, von diesen zwei Städten? Die schlimmste Geschichte ist die über die Deathclaw. Deathclaw? Ein Reisender aus dem Süden hat's mir erzählt. Er sagte, die Deathclaw sei eine Bestie, die nachts Menschen tötet. Niemand kann sie fangen, weil sie verschwinden kann wie Rauch.
Natürlich, glaube ich das nicht. Der ist Klaus, Na gut, auf zum Dock und dann weg von hier und auf in Richtung nächstem Vault. Auch wenn der Zwischenstopp hier jetzt nicht ganz so erfolgsversprechend war, wie wir dachten. Außer Ian. Ian ist ein absoluter Glücksgriff. Der wird uns auf jeden Fall helfen können, bei was auch immer uns noch im Weg steht. Hallo Doc, ich habe etwas Red Scorpion Gift hier. Hier, das schenke ich dir. Es wirkt ausgezeichnet gegen den Stachel eines Red Scorpions. Darüber hinaus kann man es aber auch sehr gut als allgemeines Gegengift und zur Vergiftungsbehandlung verwenden. Ich habe noch mehr. Es wurde dunkel und wieder hell. Es ist schon spät, komm gegen Vormittag wieder. Bist du verletzt? Nein. Dann wirst du es bald sein, wenn du nicht weiterhin vom Schlafen abhältst. Komm morgen Vormittag wieder. Okay, wir haben noch 3 von den Stacheln. Wir haben 3 Gegengifte. Dann ruhen wir uns doch einfach mal aus. Ruh dich bis zum Morgen aus. Und schlaf dann nochmal so eine Stunde, bis die Sonne zumindest offen ist, aufgegangen ist. Du, ich habe hier noch etwas Red Scorpion Gift. Und noch mehr? Ich will mal noch wieder reinschauen. Nein, jetzt haben wir ein wenig Gift. Wir haben immer noch den Vorschlaghammer. Und du hast Stimpaks. Die hätte ich ganz gerne. Die sind nämlich recht teuer. Dann können wir das so machen. Du kriegst ein Stimpak. Ich krieg ein Stimpak. Du den Vorschlaghammer. Und dann noch 40 Caps. So, schon müssen wir nicht mehr so viel tragen. Reden. Kurz mal reinschauen und abhauen. So, er hatte noch was von Raidern gesagt, aber ich denke nicht, dass wir in der Lage sind, Shady's Hands bei ihrem Raider-Problem jetzt zu helfen. Red Scorpions war eine Sache. Die konnten uns nur im Nahkampf Schaden zufügen und wir hatten Feuerwaffen. Die Raider werden sehr wahrscheinlich auch Feuerwaffen haben und bessere Rüstung und mehr sein. Also lassen wir das. Wir machen es also auf dem Weg Richtung Vault 15 müsste das gewesen sein. Genau. Und hier unten haben wir jetzt noch mehrere neue Sachen auf unserer Karte eingezeichnet. Aber die sind doch ziemlich weit weg. Also dahin. Das Beste hoffen, dass wir nicht von irgendwas überfallen werden unterwegs. Aber schaut gut aus. Es ist kein sehr imposanter Eingang zu einem Vault. Da war unser schon irgendwie stylischer. Ah, doch, ist ähnlich. Immer ein Höhlensystem und dann Ratten. Wie viel Munition haben wir eigentlich noch? Das hätte ich vorher mir anschauen sollen. Also wir haben noch andere Munition. Das wird wahrscheinlich Panzerbrechende sein. Aber die gegen Ratten und dergleichen einzusetzen, wäre ein bisschen Overkill. Eigentlich sollten wir ihn mit dem Messer loslaufen lassen. So, 100 Schuss haben wir noch. Und 24. Bist du wirklich panzerbrechend? Ja, Armor-Piecing. Gut. Versuch mal da reinzugehen, ohne von der Ratte da angestupst zu werden. Gut. So, da haben wir einen Spind. Oh, mit Leuchtfackeln. Das ist eine sehr gute Idee. Mach mal das da. Stelle ich mal da hin und schmeiß mal eine Leuchtfackel. Werfen. Werfen, werfen. Ich glaube, so benutzt man sie nicht. Ah. Werfen. Besser. Gut. Kommst du jetzt her? Ja. Alles geplant, alles geplant. Wir wollten bloß die Ratte zu uns locken. Grunge. Erstmal die Stirn abwischen von den ganzen Fackeln schmeißen. Und wir haben da eine recht große Gestalt gesehen. Die sollten wir auch versuchen einzeln zu bekommen. Und unsere Schusskünste haben sich dramatisch verbessert.
Warum schon wieder Messer, Ian? Jetzt habe ich dich, ja. Messer ihn, wenn er am Boden liegt. Genau so hört sich das. So, Ian. Wir müssen jetzt ein Wörtchen miteinander reden. Erstmal siehst du verletzt aus. Zieh deine beste Waffe. Formation ändern. Halt etwas Abstand. Ne, ist eigentlich okay so. Ja. Also früher oder später wird er sich in zu große Gefahr begeben und sterben. Das sehen wir jetzt schon kommen. Aber hat er selber Schuld? Er könnte einfach die Pistole nehmen. Wir könnten ihm das Messer wegnehmen. Aber so wie wir bisher ihn kennengelernt haben, würde er mit bloßen Fäusten dann eine Deathclaw anspringen oder so. Also, ja. Gut, wir sehen jede Menge zerstörte Computer. Die werden uns nicht wirklich weiterhelfen. Was wir brauchen, ist dieser Waterchip. Hast du gerade eine Kugel ausgehalten, Ratte? Au. Das heißt, wir gucken uns jetzt in allen Spinden und dergleichen um, ob wir da irgendwas finden. Und wenn wir irgendwo etwas blinken oder leuchten sehen, also Computer, die noch funktionieren, gucken wir mal, ob wir da gebildet genug für sind, um die genauer anzugucken. So, hier ist nichts außer noch mehr Ratten. Da ist eine Ratte. Und ein Spind. Genau. Guck mal. Noch mehr Leuchtfackeln? Nein, Stimpaks. Stimpaks sind super. Und ein Ärztekoffer. Können wir damit Ian versorgen? Gucken wir doch mal. Du? Nein, so wollte ich das nicht. Du siehst verletzt aus. Oh, der gesamte Koffer wird verbraucht. Dafür bist du jetzt aber hoffentlich wieder tipptopp, oder? Nö. Siehst immer noch verletzt aus. Aber wenigstens haben wir die Schusswunde, die wir ihm im Rücken verpasst haben, versorgen können. Wäre ja nicht so schön, wenn sich das irgendwie entzündet und er dann nach langer Zeit an unserer Wunde sterben würde. So, das war der rechte Bereich. Hier links sind mehr Ratten. Immer noch mehr Ratten, die Kugeln aushalten. Das wird dir sehr wehtun und mir kein bisschen. Ja, wahrscheinlich, weil die Ratte jetzt tot ist. Genau. Ich hätte gern diese Leuchtfackel wieder. Und ich hätte sie ganz gerne hier. Und sie leuchtet nicht, wenn wir sie in der Hand halten. Das ist schade. Ein Aufzugsschacht, der nicht mehr funktioniert. Du siehst ihn. Nein, ich wollte den Schacht mir angucken. Ohne ein Seil wird es dir kaum gelingen, diesen Fahrstuhlschacht hinabzusteigen. Okay, benutze. Wir haben da ja eins. Wir hätten das andere vielleicht nicht verkaufen sollen. Hm? Obwohl, wir haben es ihnen verkauft. Das ist okay. So, Seil. Aha. Gut, gut. Hier sind sehr, sehr viele Türen. Fangen wir einfach unten mal an und schmeißen hier das eine Ratte an den Kopf. Und erschießen dann eine andere Ratte. Du hast voll daneben getroffen. Zweimal in Folge. So macht man das, hein, Ian? Ist das... Oh, oh. Ja, okay, Ratten kannst du ruhig messern. Ist okay. Du. Weg. So, Ian muss seine Ratte noch schnetzeln. Höhlenratte wurde getroffen, linkes Bein für 3 Trefferpunkte. Warum hackst du der Ratte die Beine ab? Mach sie einfach tot. No. Komischer Typ. So. Haben wir hier irgendwo einen Spind oder dergleichen? Wobei das nach einem Privatraum aussieht.
Hier wird sich keine Hochtechnologie verstecken wahrscheinlich. Oh, Abstand von der größeren Ratte da. Voll daneben. Mhm. Und ich schieße jetzt nicht wieder auf ihren. Nee. Geh seitlich daran und versuch nächste Runde was zu machen. Wenn das Ding nächste Runde überhaupt noch existiert. Nö. Und hier ist ein Klo. Nö. Also der Watchtrip wird hier bestimmt nicht sein. Aber wir sollten trotzdem jeden Raum durchsuchen nach möglichen anderen Ressourcen, die wir gebrauchen können. Wie zum Beispiel die Stimpaks, die wir oben gefunden haben. Die sind ja doch recht teuer und werden recht viel gebraucht. Gerade wenn Ian so eine komische Macho-Nummer abzieht. Gut, gut. Und ich hatte da was gesehen auf dem Boden. Ja, sehr schön. Munition ist immer gut. Noch irgendwo ein kleines Schränkchen hier im Bad vielleicht? Ne. Ich gehe aus dem Weg. So, hier ist ein großer Spind. Hoho, eine Lederjacke. Die probieren wir gleich mal aus. Und noch ein Seil. Damit hätten wir jetzt inzwischen wieder zwei. Und wir sehen sehr, sehr cool aus. Viel cooler als du, Ian. Viel cooler. Oh. Auch wenn sich Albert ein bisschen komisch damit vorkommt, weil er ja sonst, ne, eher so ein Chorknabe war. Aber jetzt kann er sich schon austoben. Ballert mit seiner Pistole rum, als wenn er unendlich viel Munition hätte. Flirtet mit irgendwelchen Eingeborenen. Lass mich hier. Du stehst beim Weg. Lässt sich von anderen Gangstertypen einschüchtern. Ein Raum noch. Aber das nimmt er soweit alles ganz gut auf. Dafür, dass hier alles total anders ist als im Vault. Aber es scheint ihm wohl genau das gefehlt zu haben. Bisschen Aufregung, bisschen Spannung. Und er hat ja einen starken Beschützer bisher. Alles gut soweit. Sollte der mal umkippen, wird Albert wahrscheinlich ein bisschen panisch werden. Aber schauen wir mal. Erstmal töten wir alles an Ratten, was wir finden können. Nicht, weil sie unbedingt in Gefahr darstellen, sondern eher, weil sie gute Übungen sind. Du. Und Munition scheint nicht ganz so sehr das Problem zu sein, wie wir anfangs dachten. Ja, so. Alle Räume hier unten haben wir durchgeschaut. Hier ist jetzt noch ein Schacht, den wir nehmen könnten. Und da ist noch mehr Munition. Geh mal einen Tick näher ran. Er schießt die da. Und schnappt die Munition. Gut. Gut. Okay, dann wollen wir jetzt hier. Also da kommen wir her. Da wollen wir runter. Und dann kommen wir hoffentlich demnächst auf die Etage, wo die interessanteren Dinge sind. Also irgendwie ein Labor oder das Büro vom Overseer. Weil jeder Vault hat ja einen. Unser Overseer hat uns losgeschickt. Den wird es hier irgendwo auch eingegeben haben. Und bei ihm könnte sowas ganz gut versteckt sein.